Wie behaupten sich Schweizer Unternehmen im indischen Markt? Davon machte sich heute Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann am zweiten Tag seines Indienbesuchs gleich selber ein Bild. Gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation besuchte er Unternehmen, die in Indien Arbeitsplätze schaffen. Urs Wiedmer hat Schneider-Ammann dabei begleitet. Schweizer Hightech der in St. Gallischen Uzwil beheimateten Bühler AG. Hier in Bangalore entstehen Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie in Indien und Asien. Schweizer Know-how schafft indische Arbeitsplätze. Indien steht vor einer riesigen Herausforderung. Der Subkontinent muss während der nächsten 10 Jahren 1 Million Jobs schaffen. Und zwar jeden Monat. Auch Schweizer Jungunternehmer wollen dazu beitragen. Der hohe Gast aus der Schweiz eröffnet deshalb ein neues Ausbildungszentrum für Start-ups in Bangalore, dem Mekka der indischen IT-Branche. Wir haben junge Start-ups, wir kommen hier in dieses große Land. Hier in diesem großen Land hat der Ministerpräsident gesagt, es muss vorwärts gehen. Er hat gesagt, ich will Unternehmertum, kombinieren wir das gut miteinander, dann kreieren wir eine Win-Win-Situation und profitieren beide. Start-ups kommen hier nach Indien und bauen dann Teams auf, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind oder auch suchen auch Mitgründer, die wirklich die indischen Leute den indischen Markt verstehen und hier zusammen mit den Schweizern was aufbauen können. So könne man sehr viele Arbeitsplätze neu schaffen. Voneinander und füreinander. Ein Motto, das Grenzen überwinden kann.